Stell dir vor, ein Unternehmen präsentiert seine Quartalszahlen, bringt eigentlich nur relativ gute News und die Aktie fällt über 5%. Was würdest du in einem solchen Fall tun? Ja, hi Leute, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Best Invest. Mein Name ist natürlich immer noch Stefan und für mich steht die Antwort auf diese Frage ganz klar fest. Natürlich diese Aktie kaufen und genau das habe ich auch getan. Ich habe British American Tobacco nachgekauft, 69 Aktien. Direkt an dem Tag, an dem die Quartalszahlen vorgestellt wurden. Ich habe dafür gezahlt ca. 2300 Euro, also pro Aktie 33,55 €. Ich hatte diesmal ein relativ gutes Timing erwischt, was man auch hier in diesem Chart sieht. Ich bin wirklich an diesem einen Tag, an dem die Aktie so stark gefallen ist, relativ tief eingestiegen und danach hat die Aktie sich auch schnell wieder erholt. Wohin die Reise langfristig geht, ist natürlich eine andere Frage, aber man freut sich natürlich trotzdem, wenn man hier auch mal etwas Glück hat beim Timing. Wenn wir schon beim Stichwort Timing sind, dann wäre es genau jetzt die richtige Zeit, einmal auf den Daumen nach oben zu drücken und diesen Kanal hier zu abonnieren, falls du das noch nicht getan hast. Dann verpasst du auch in Zukunft keine weiteren meiner Käufe mehr und kannst mitverfolgen, wie sich meine Dividendeneinnahmen und meine Depots entwickeln. Zu dem Unternehmen an sich muss man nicht allzu viel sagen. Ich denke mal, jeder von euch kennt das Unternehmen, einer der größten Tabakhersteller der Welt. Doch ich möchte euch natürlich sagen, warum ich genau jetzt nochmal nachgekauft habe, obwohl meine Position ja schon relativ groß ist. Ein paar dieser Gründe sehen wir hier. Wie gesagt, das Unternehmen hat Quartalszahlen geliefert, ich habe diese extra abgewartet. Und ja, ich habe schon befürchtet, dass so etwas passiert. Die Aktie ist dann gefallen und dann habe ich eben auch einfach direkt zugeschlagen. Denn die Zahlen waren meiner Meinung nach eigentlich gut, die Aussichten sind sogar sehr gut. Ein paar Punkte habe ich hier mal markiert. Man erwartet zum Beispiel in den Produkten der neuen Kategorie, dass diese schon ab 2024, also ab nächstem Jahr, profitabel sein werden. Das ist ein Jahr früher als ursprünglich erwartet. Man sieht in diesem Bereich auch, dass es einfach sehr, sehr viel Wachstum gibt. Also die gesamte Kategorie ist um 37% gewachsen, manche der Teilbereiche sogar um über 40%. Das heißt, man hat hier wirklich innerhalb des Unternehmens einen Bereich, der sehr, sehr stark wächst und mittlerweile auch schon fast 15% der Gesamtumsätze ausmacht. Außerdem wurde die Dividende um 6% erhöht. Das heißt, es gab hier eigentlich überwiegend gute News meiner Meinung nach. Das normale Tabakgeschäft ist auch relativ normal weitergelaufen, keine großen Überraschungen. Die neuen Produkte laufen besser als erwartet, die Dividende wurde erhöht und trotzdem hat die Aktie stark verloren. Auch wenn wir uns das gesamte Bild nochmal anschauen, sieht die Lage meiner Meinung nach eigentlich relativ gut aus. Wir haben aktuell eine Marktkapitalisierung von 70,22 Milliarden britischen Pfund. Die Umsätze letztes Jahr lagen bei über 27,6 Milliarden Pfund, was einem Wachstum von über 7% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Und das Ergebnis nach Steuer lag bei 6,66 Milliarden Pfund. Das heißt, wenn man sich mal hier ein KGV ausrechnet, dann kommt man auf einen Wert von 10,5 und das ist schon wirklich einfach lächerlich günstig für diese Zahlen, die Bud hier auch geliefert hat. Wie gesagt, es gibt all die Probleme mit den ganz normalen Zigaretten und so weiter. Man weiß ja schon seit Jahrzehnten, dass der Markt schrumpft und das geht auch so weiter. Nichtsdestotrotz lebt das Unternehmen immer noch und liefert auch immer noch satte Gewinne und Cashflows und Dividenden. Von dem her, ich halte hier diese Branche noch lange nicht für tot. Und mit diesen neuen Produkten hat man eben wirklich auch einen Wachstumsbereich jetzt im Unternehmen, der ab nächstem Jahr schon profitabel sein wird. Wie hoch die Marge dann letztendlich in diesem Bereich wird, weiß man noch nicht wirklich. Aber ich persönlich gehe davon aus, dass Bud sich hier auch wirklich einiges an Marge sichern wird in diesem Bereich. Das heißt, für mich persönlich gibt es hier deutlich mehr positive als negative News und Schlagzeilen. Und genau deswegen habe ich eben auch nochmal nachgekauft. Die Bewertung ist einfach absolut günstig. Die Aussichten sind ziemlich gut meiner Meinung nach. Und letztendlich ist die Dividende einfach das Ausschlaggebende bei diesem Investment. Die lag bei über 7%, als ich hier nachgekauft habe. Die Dividende erscheint mir auch relativ sicher, das bestätigt auch die Übersicht im Aktienfinder. Eine Stabilität von 0,99 von maximal 1, das heißt, das ist schon wirklich ausreichend hoch. Die Dividende ist auch gedeckt durch die Gewinne. Natürlich die Ausschüttungsquote ist mit an die 80% relativ hoch, was für mich persönlich aber nicht wirklich schlimm ist, denn die Tabakbranche hat eben traditionell eine relativ hohe Ausschüttungsquote und man verdient ja auch genug Geld, um das eben auszuschütten an die Aktionäre. Natürlich hat man hier im Regelfall nicht die krassen Steigerungen, wobei ich mit den 6% dieses Jahr auch schon wirklich sehr, sehr zufrieden bin. Aber die brauche ich auch bei diesen hohen Dividendenrenditen nicht wirklich noch so maximale Steigerungen. Das ist ja einfach ganz normal so. Aktien, die halt schon eine hohe Startdividendenrendite haben, die steigern ihre Dividenden in der Regel eben nicht so stark.
aber wenn man hier mit über 7% Dividendenrendite einsteigt und ja auch noch massives Kurspotenzial hat, dann denke ich, ist das insgesamt schon eine ganz gute Sache. Auch der Ausblick für nächstes Jahr hat mich jetzt nicht wirklich irgendwie pessimistisch gestimmt. Man erwartet ein organisches Umsatzwachstum zwischen 3 bis 5%. Das ist okay für so einen Wert. Ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber auch nicht wahnsinnig wenig und man wächst eben noch. Ein Ziel des Unternehmens ist es auch weiterhin, Schulden abzubauen bzw. eben den Verschuldungsgrad, was ich auch für sinnvoll halte angesichts der steigenden Zinsen. Und insgesamt denke ich, dass Bat hier wirklich gute Arbeit leistet und das Unternehmen uns in Zukunft noch viel Freude bereiten könnte. Schreibt mir gerne eure Meinung zu der Aktie in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze seht. Vielleicht hat ja auch der ein oder andere von euch nachgekauft nach diesen Quartalszahlen. Ich jedenfalls bin überzeugt, dass das Unternehmen auch in 10 Jahren noch existieren wird und vielleicht die Aktie auch dann zu deutlich höheren Kursen gehandelt wird. Wir lassen uns überraschen. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.